Es gibt Eis am Stiel. Großer Fan. Maiskolben am Stiel. Köstlich. Käse und Weintrauben aufgespießt. Für meine Dinnerpartys. Und heute machen wir Nikolauskuchen am Stiel. Hallo und herzlich willkommen zu YamTamTam. Morgen ist Nikolaus. Und deswegen machen wir super leckere und schokoladige Nikoläuse am Stiel. Nikoläuse am Stiel? Ja, hier, hier. Ich hacke Schokolade. Das ist die falsche Jahreszeit und das falsche Land. Aber ist nicht so schlimm. Okay, ich hacke die Schokolade. Hast du jemals an Nikolaus Kohle bekommen und eine Rute? Wie bitte? Hä? Kennst du das nicht? Wenn man nicht artig war, dann gibt's halt nur die Rute und Kohle. Ich hatte als Kind solche Angst vor Nikolaus, weil für mich gab es keinen Weihnachtsmann, weil bei uns gab es das Christkind, dass ich noch nicht mal auf den Weihnachtsmarkt gegangen bin. Ich habe geschrien wie am Spieß. Ich weiß gar nicht, ob es da mal so ein Erlebnis gab oder so. Die Geschichte mit dem Nikolaus habe ich ja hier schon zum Besten gegeben, die ich hatte. Aber es gibt noch eine andere Geschichte mit Nikolaus. Oh Gott sei Dank, noch eine Geschichte. Mein Onkel hat sich immer dann als Nikolaus verkleidet für die Kinder. Und kam immer rein, hat dann immer Texte vorgelesen, was wir alles in dem Jahr so Tolles gemacht haben. Sowas wie Felix braucht keine Windeln mehr, voll geil Felix. Und ich war immer nur so, oh ja, Nikolaus, erzähl mir, was ich für ein artiger Junge bin. Und meine Schwester stand so gähnend nebendran, weil sie direkt hat gerafft, dass es mein Onkel ist. Das war ein bisschen witzig. So, die Butter kommt jetzt hier rein, zusammen mit der Schokolade und dann wird alles hier schmolzen. Wenn in diesem Leben mal eine Schokoladenhack-Weltmeisterschaft ausgeschrieben wird, dann wirst du der erste Vorsitzende. Ja. Aber niemals Gewinner. Naja, also das glaube ich allerdings schon. So, jetzt müssen wir Eier aufschlagen. Und da gibt es voll den guten Trick, damit man die Rührdinger nicht zwischendurch abwaschen muss. Erst das Eiweiß, dann das Eigelb. Und damit das Eiweiß noch steifer wird, kommt ein bisschen Salz dazu. Ein Ei heben wir auf, weil da kommt ja nachher das Eiweiß für die hübsche Zuckerglasur, weil die Weihnachtsmänner, die Nikoläuse brauchen ja noch Bärte, so wie Felix. Und das kriegen sie natürlich mit royalem Icing. Möchtest du noch etwas sagen, bevor ich Lärm mache? Ich möchte noch etwas fragen, und zwar habt ihr unseren Kanal schon abonniert? Wenn nein, dann tut es doch schnell und drückt die weihnachtliche Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Sehr gute letzte Worte vor dem Lärm. Und jetzt werde Lärm, sprach Felix. So. Ich glaube, der Festigkeitsgrad ist erreicht. Guck mal. Nein! Ich habe immer Angst dabei. Irgendwann geht's schief. Ich habe auch immer Angst. Ja, du hältst es aber immer über andere Leute Köpfe. So. Jetzt kommt erstmal die Schokoladenhochzeit. Sieht schön aus. Danke. Ich hebe noch schnell das Eiweiß herunter. Und dann kannst du quasi fast ein bisschen gleichzeitig schon das Mehl und den Kakao aufsieben. Dann noch Kakao. So. Im Teamwork ist es besser, du machst es von weit oben. Und warte mal kurz einen Augenblick. Warte mal, ich mach erstmal einmal runter. Ah, warte, meine Hand! Ich meine, Entschuldigung! Okay. Das war sehr dreckiger Schnee. So ein Hauptstadtschnee ist das, ne? Oh, so ein Berlin-Schnee, ne? Das ist der Schnee des Schlaraffenlands. Schokoschnee. Apropos leckerer Schnee, wenn ihr denkt, es schneit an Weihnachten, dann lasst es uns doch wissen mit einer Schneeflocke unten in den Kommentaren. Und wenn ihr denkt, nee, kein Schnee, dann eine strahlende Sonne. Es ist wahrscheinlich eine Regenwolke. Jetzt gibt es erstmal eine Schokowolke und zwar ab in die Form damit. Sesam, öffne dich! Whoop. Bis gleich. Ich glaube, der Kuchen ist gut. Er duftet so krass. Riecht überall nach Schokolade, Freunde. Und zu und aus. Damit wir ihn aufspießen können, muss er... Oh. Oh! Das ist jetzt aber... Wo kam das her? Das weiß ich nicht. Ist das der Nikolaus, weil du was falsch gemacht hast? Nein, überhaupt nicht. Das ist einfach nur... Wir geben ihm Zeit zum Abkühlen und in der Zwischenzeit mache ich die Kugel weg. Die Kugel, sie ist weggeräumt. Wir können also weitermachen mit dem Royal Icing. Achtung. Wir brauchen nämlich nur das Eiweiß. Ein ganz bisschen Zitronensaft vielleicht. Ja. Und jetzt ganz langsam den Puderzucker dazu. Guck mal, ist das jetzt die richtige Bartkonsistenz? Ja, ja, kommt hin. Okay. Dann kommt das Ganze in unsere Spritztülle. Warte mal, ich will mal kurz zeigen. Guck mal, so muss das aussehen. Das heißt, wenn ihr das daheim nachmacht, dann solltet ihr auch auf so eine Konsistenz gehen und nicht einfach reinkippen und dann funktioniert es nicht,
Ich schneide das hier mal auf. So, Spritzbeutel Nummer 2. Und nun kommt erstmal die Bartmasse in den einen. Und zum restlichen Icing kommt jetzt rote Lebensmittelfarbe. Diese Farbe erinnert mich ein bisschen an Halloween. Ist zwar jetzt schon eine Weile vorbei, aber habt ihr schon unsere Halloween-Videos gesehen? Wenn nicht, dann solltet ihr jetzt schleunigst oben auf das i klicken. Dann kommt ihr dahin. Und abonnieren könnt ihr jetzt oder so. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. So, ich mach mal hier das Icing rein dann, ne? Das Brot. Ihr könnt das dann immer, das Messer so ein bisschen, weil der Kuchen ja so schön glitschig in der Mitte ist, ein bisschen sauber machen. Gerade schneiden? Naja. Ah ja, es gibt halt große und kleine und dicke und dünne Nikoläuse. Wer ist halt gerade auf dem Weihnachtsmarkt bereit erklärt. So, und hier oben aus den Spitzen werden natürlich die Hüte. Hier unten kommt ein großer Bart und dann noch zwei Äuglein. Ein Palmchen. Okay. Das sind jetzt so hübsche Strohhalme. Man kann natürlich auch Cake-Pop-Stiele nehmen. Und jetzt dekorieren. Ich mache mal hier diesen Punkt für den Baum von der Mütze. Ja, guck mal. So. So, Bommel drauf. Und dann kleben wir ihm nämlich hier kleine Zuckeräuglein drauf. Weil der Nikolaus, der muss ja auch was sehen. Das ist tatsächlich ziemlich hübsch. Soll ich nochmal einen Bart machen? Also erstmal eine Nase, ne? Ja, Nase und dann kommt natürlich der Bart. Wie Rudolf. So eine Rudolf-Nase. Zack. Uup. Jetzt muss ich hier so einen Durcheinanderbart machen, ne? Müssen die alle den gleichen Bart haben oder kann man das so... Dup, dup, dup. So, Felix. Gut, na dann probieren wir mal. Die sind zu schade zum Essen. Die sind aber zum Essen. Ruhig. Happy Nikolaus. Kennt ihr das? Wenn Schokoladenkuchen so richtig sämig im Mund ist, fast wie so eine Mousse. Das ist hier so. Und dann sehen die kleinen Männer noch super hübsch aus. Also macht es auf jeden Fall nach. Und wenn ihr es gemacht habt, schickt uns ein Foto unter dem Hashtag YamTamTam. Und wenn ihr es jetzt noch nicht gemacht habt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu läuten. Denn das nächste Mal machen wir eine weihnachtliche Jenga-Challenge. Oha. Tschüss.